Think. It's a mindset. It's what makes you explore. Solve. Imagine. And explore again. It's committing to the journey, not the destination, about asking what's next. Knowing you might need to turn around before you can forge ahead. It's saying yes to no limits, no barriers, and no boundaries. It's believing beauty can be a beast, that style can be taken to extremes, and that there should always be a little wonder to your world. Du machst einen schnellen Call und dann wird direkt entschieden. Weltkonzern, der wie ein Startup agiert. Es wird oft gesagt, aber hier bei Lenovo wird es richtig gelebt. Man kann und soll mutig sein. Du kannst das, du bist gut da drin. Wenn du eine Idee hast, dann bewegt sich auch etwas. Man sagt ganz klar, das und das ist die Erwartung. Hier heißt es wirklich, tu die Dinge. Fehler passieren. Wichtig ist, dass man daraus lernt. Nur wenn man Dinge probiert, dann können wir vorankommen. Es ist immer eine Art Aufbruchstimmung im Büro. Und ich motiviere mein Team immer dazu, anzufangen oder auch Sachen einfach auszuprobieren. Man wird mit jeder Idee gehört, aber auch, wenn man etwas kritisch sieht, aus anderen Blickwinkeln. Wir sagen ganz einfach offen, wie wir denken und wie wir gemeinsam halt erfolgreich sein können. Tatsächlich überall verteilt. Zürich. Wien. Aus Stuttgart. Standort Essen. Ich sitze in Köln. Bei Lenovo im Team habe ich bisher immer erlebt, dass alle Kollegen mit Feuereifer dabei sind. Wir setzen auf langfristige Partnerschaften. Die Kunden wissen, dass sie auf uns zählen können, dass sie sich auf uns verlassen können. Hi, gute wie? Wir sprechen eigentlich alle Sprachen. Verschiedene Dialekte, Kulturen, so wie bei mir. Eigentlich sind wir ein bunter Haufen. Über 40 Nationen bei Lenovo. Und nichtsdestotrotz sind wir ein Team. Wir sind Global Leader und es macht uns aus, dass wir international aufgestellt sind. Es ist eine tolle Marke. Wenn man Lenovo hört, sagt man jetzt nicht, oh, sondern cool. Die Leute sagen, mit euch macht es Spaß. Man kann erfolgreich sein und es macht Spaß, mit euch zu arbeiten. Die Art und Weise, wie man geonboardet wird, ist anders. Also ich war jetzt nicht irgendwie ein Werkstudent, sondern ich war tatsächlich Teil des Teams. Viele sind für mich jetzt mittlerweile schon Familie. Für uns ist dieses Menschliche einfach wichtig. Die Leute sind einfach herzlich. Und man unterstützt sich gegenseitig. Das ist auch ganz wichtig für mich, sonst wäre ich keine 22 Jahre da. Guten Tag und herzlich willkommen. Auch noch ein frohes Neues für Sie. Ein erfolgreiches 2022 wünschen wir Ihnen. Wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich mich selber und natürlich meinen geschätzten Kollegen, den Volker Fassbender, der gleich auch noch bestimmt seine Kamera anmacht. Dann sehen wir ihn. Der ist nämlich schon auch da mit im Webcast. Wir führen Sie heute durch die Produktneuheiten, die wir auf der CES angekündigt haben. Hallo Volker, genau, jetzt sehen wir dich. Perfekt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
und werden Ihnen versuchen, so ne, die neuesten Produkte eben in Kürze näher zu bringen, aber eben abseits des offiziellen Marketing-Blablas, was Sie so in Pressemeldungen sehen, sondern wir versuchen so ein bisschen, ne, Ihnen ein paar Hinweise zu geben, warum machen wir denn Dinge so, wie wir sie machen, was haben wir denn vor, wann kommt was, und Ihnen das so ein bisschen einordnen. Wir haben für den Webcast knapp 500 Anmeldungen. Sehen Sie es uns nach. Wir werden heute keine mündlichen Fragen beantworten. Das wäre wahrscheinlich zu viel. Sie können gerne im Fragenbereich über dieses GoToWebinar-Bedienpanel Ihre Frage stellen. Wir gucken da so mit halbem Auge drauf. Vielleicht beantworten wir auch schon ein paar Dinge während dem Webcast. Ich kann Ihnen jedenfalls versprechen, es bleibt keine Frage unbeantwortet. Alle, die wir nicht während dem Webcast beantworten, nehmen wir mit und beantworten sie im Nachgang. Ansonsten, wir werden die Stunde brauchen. Ich werde anfangen, eine Viertelstunde über ThinkVision reden. Dann übernimmt der Volker, wird Ihnen eine Viertelstunde was über die ThinkPads erzählen. Dann komme ich nochmal mit den Desktops eine Viertelstunde und am Ende das große Finale nochmal zum Thema der ThinkPads mit Volker dann. So, ich glaube, ich habe alles gesagt. Handout werden wir heute nicht verteilen. All die Weile, ne? Wir wollen Ihnen was erzählen und es gibt nicht so viele Nachschlagewerke. Das, was Sie sehen können, die Pressemeldungen und die Datenblätter, das haben Sie schon gesehen im Internet. Von daher werden wir keinen Handout verteilen. Okay, legen wir los. Ich fange an mit dem Thema ThinkVision. Die haben vielleicht gesehen, dass wir zwei neue Monitore angekündigt haben. Und zwar im Detail den P27H-30 und den P27Q-30. Das Neue an den beiden Monitoren ist vor allem die -30. Ne? Das ist ja unsere Generationszahl. Diese bestehenden Modelle bekommen also ein Update. Ne? Es gibt also heute auch schon P27H und P27Q. Beides Modelle aus der Premium-Serie, Professional, ne, für etwas ambitioniertere Anwender, deswegen das P. Beide 27-Zoll-Modelle, deswegen die 27. Das H mit einem USB-C-Anschluss und das Q ohne den USB-C-Anschluss. Ja, das gibt also, diese beiden Modelle gibt es. So, und wie sieht die neue 30er-Generation aus? So sieht sie aus. Der Grundgedanke ist, dieser neuen 30er Generation eben nochmal beim Design, nochmal einen Schritt moderner zu werden, nochmal einen Schritt stylischer zu werden, nochmal einen Schritt, ja, was man im Englischen immer so mit Clean Design meint, also ein aufgeräumtes Design, möglichst wenig Ecken und Kanten, schön große, flache Flächen. Das versuchen wir eben mit der neuen 30er Generation umzusetzen. Die Bilder sind hier am Beispiel der P-Serie. Wir wissen, wir haben ja auch noch andere Serien, die T- und die E-Serie. Die waren jetzt noch nicht Bestandteil des Announcements auf der CES. Ich verrate aber, glaube ich, nicht zu viel. Ne? Klar, wenn wir hier bei der P-Serie mit der 30er-Generation anfangen, dann wird es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis auch die beiden anderen Serien ein Update auf die 30er-Generation bekommen werden. Das wird also alles so in den nächsten Monaten stattfinden. Was Sie hier auf dem Bild sehen, ist vor allem eine neue Kabelführung. Sie sehen hier, der Standfuß ist so ein bisschen hohl. Ne? Dieser rote Bereich, das ist ein Loch quasi, da ist es hohl. Und hier ist auch so ein, ne, teilweise vom Panel verdeckt, auch so ein Loch drinne. Das heißt, wir gehen weg von diesem Kabelklemmen, was wir bei der 10er Generation hatten, war so ein roter Plastikclip, der ist immer abgefallen oder man hat ihn gar nicht abbekommen. Dazwischen gab es nicht viel. Dann hat man bei der 20er Generation so ein gummiartiges Band. Das hat schon mal besser gehalten, sah aber einfach auch nicht. Ne? So der Weisheit letzter Schluss war es auch nicht. Und hier wollen wir wirklich ein cleanes Design machen mit einer also verbesserter Kabelführung. Ne? Dann, was auch neu ist, beim Standfuß, Sie kennen so unsere Handyhalterung, die haben wir mit der 20er Generation schon eingeführt. Es gab das Feedback, dass besonders Kunden mit sehr großen Handys die dort nicht reintun konnten, weil es irgendwie ne, dann doch ein paar Millimeter gefehlt haben. Hier gehen wir also einen Schritt weiter und öffnen diese Handyhalterung zur rechten Seite hin. Das heißt, es wird einfacher, dort Handys beliebiger Größe auch vor sich hinzustellen und somit einen schönen aufgeräumten Schreibtisch zu erzeugen. Ein Blick von hinten.
Manche werden sagen, um Gottes Willen, ja, diese Knöpfe an der Rückseite, die kenne ich schon. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, weil man eben nicht so sieht, wohin man drückt. Das behalten wir trotzdem bei. Wir werden es, glaube ich, auch auf noch mehr Modelle ausweiten, dass also alle Modelle diese Knopfsteuerung an der Rückseite haben. Der Vorteil davon ist, ne, ich habe halt schönes, aufgeräumtes, cleanes Design an der Vorderseite. Und denjenigen unter Ihnen, die sagen, Mensch, da sehe ich doch gar nicht, wie ich durch das Menü komme, denen empfehle ich unsere Think Color Software. Das ist ja eigentlich der Standardweg, womit wir Monitoreinstellungen verändern können. Think Color Software ist eine kleine Windows 10 Applikation oder Windows 11 Applikation, die Sie sich runterladen können aus dem Microsoft Store, alternativ auch von unserer Support-Webseite. Und womit Sie alles das, was Sie über das On-Screen-Display-Menü bisher gesteuert haben, auch über die Software steuern. Ja, also idealerweise bräuchten Sie diese Knöpfe gar nicht mehr. Es ist aber so ein Joystick-Steuerung hier, von daher relativ intuitiv, dass man auch in den Menüs hin und her und hoch und runter navigieren kann. Was wir nicht geändert haben, klar, jede Menge Ports dran. Die sitzen auch weiterhin, die meisten unten, noch ein paar USB-Ports hier an der linken Seite, wenn man davor sitzt. Das hat sich also erstmal überhaupt nicht geändert. Das behalten wir so bei. Was hinzugekommen ist, ist ein USB-Port an einer relativ ungewöhnlichen Stelle, nämlich hier oben drauf. Das ist hier noch ein Vorserienmodell oder ein Rendering-Bild, ist noch nicht das finale Bild. In der finalen Version sitzt da wahrscheinlich 90 Grad gedreht. Aber es wird hier obendrauf ein USB-A-Port sein. Warum tun wir das? Hier kommt die Erklärung. Sie kennen vielleicht unser Konzept der modularen Kamera. Das haben wir vor etwa einem halben Jahr angekündigt, nämlich unsere MC50-Kamera, mit der wir jeden Monitor, jeden T- und P-Monitor der 20er-Serie modular mit einer Webcam ausstatten können. Die wurde dann hier so draufgesetzt, ein bisschen mechanisch verriegelt, hatte aber eben noch ein USB-A-Kabel. Das war nicht sonderlich lang, sondern das war genau so lang, dass es in den ersten USB-A-Port reinstecken konnte. Aber es war eben noch ein Kabel da. Und das wollen wir eben noch ein bisschen besser machen. Von daher werden wir, und auch das war schon angekündigt zur CES, eine MC60-Kamera ankündigen oder haben sie angekündigt und sie wird die nächsten Monate verfügbar sein, die eben nicht mehr mit einem Kabel an dem Monitor befestigt wird, sondern direkt mit einem Stecker in den oberen USB-A-Port auf den Monitor reingesteckt wird. So, und weil uns dieses modulare Konzept so gut gefallen hat, haben wir das nicht nur mit der Kamera gemacht, sondern wir werden das auch mit der Soundbar machen. Ne? Bisher steckt ja die Soundbar immer so unterhalb des Monitors. Auch dafür brauchte ich dann ein eigenes USB-A-Kabel. Auch dafür brauchte ich dann eigene Halterungen. Das sah alles ein bisschen technischer von hinten aus. Das wollen wir ein bisschen besser gestalten, indem wir auch die Soundbar als Teil dieses modularen Konzeptes oberhalb des Monitors einstecken können. Ich kann dort entweder die Soundbar einstecken, ich kann entweder die Kamera einstecken oder ich kann auch beides kombinieren und stecke beides ein. Es ist in jedem Fall modular. Ich kann mich bei jedem Anwender neu entscheiden, braucht er das oder braucht er es nicht. Und ich habe kein Kabel mehr. Kompatibel wird das sein mit sämtlichen T- und P-Modellen der 30er-Generation. Die haben dann eben oben diesen USB-A-Port drauf. Wer die Monitore der 20er-Generation verwenden will, natürlich, klar, diese MC50-Kamera, die ich eben gezeigt habe, die bleibt auch erstmal weiterhin bestehen, natürlich, für die bisherigen Monitore. Und so sieht das dann am Ende eben im echten Leben aus. Wenn ich echtes Leben sage, wer genau hinschaut, das ist natürlich eine Photoshop-Montage, ne, aus der Marketingabteilung. Hier die Proportionen stimmen meines Wissens nicht so ganz. Die Kamera und der Soundbar ist hier ein bisschen größer dargestellt. Aber vom Prinzip her wird das dann so aussehen. So viel zu den neuen Monitoren. Wie gesagt, diese zwei Modelle kommen jetzt relativ zeitnah.
im Mai, Juni ist da, glaube ich, die Einführung der Ship Support. Und in den nächsten Monaten danach dann auch die anderen Monitore werden dann nach und nach auf die 30er Generation abgedeckt. Ein zweites Thema noch zu ThinkVision, Large Format Displays. Und um genau zu sein, Interactive Large Format Displays. Ich erkläre Ihnen kurz den Unterschied, wo der aus unserer Sicht liegt. Ein Large Format Display ist ja letztendlich erstmal nur ein großer Monitor, ne? Ein Bildschirm, der an der Wand hängt, vielleicht auch so im Digital Signage-Bereich Verwendung findet und eben auf einem sehr großen Format Bildinhalte darstellt. Ob die nun per DisplayPort oder HDMI angeliefert werden, sei mal dahingestellt. Bild wird angezeigt, sonst nichts. Wir bringen aber nicht nur Large-Format-Displays, sondern interaktive Large-Format-Displays. Die sind nicht so sehr nur dafür gedacht, Bild anzuzeigen, sondern die sind für Collaboration gedacht, für Interaktivität mit diesem Large-Format-Display. Von daher sind die gedacht für Meetingräume in Unternehmen oder auch für den ganzen Wissenschafts-Bildungsbereich. Eben dort, wo mit dem Monitor, mit dem Large-Format-Display eben auch interagiert wird. Technisch gesprochen handelt es sich bei dem Monitor letztendlich um ein ganz großes Android-Smartphone. Ne? Das ist also ein Gerät, wo letztendlich auf einem, man spricht von einem System-on-Chip, ne? Ist also ein kleiner Computer eingebaut, wo ein Android-Betriebssystem draufläuft. Und das Anzeigen von Bildschirminhalten von einem PC oder einem Notebook oder was auch immer ist eine mögliche Anwendung, ist aber nicht die einzige mögliche Anwendung. Ne? Es kann sowohl, dann denken Sie an so eine Whiteboard-Anwendung zum Beispiel, wo also Menschen vor dem Monitor stehen und ein Brainstorming daran durchführen, Ideen aufschreiben, Skizzen entwickeln, eine Mindmap aufmalen. Solche Dinge gehen eben an so einem interaktiven Large-Format-Display dann eben auch. Gucken wir uns die technischen Details an. Diese Large-Format-Displays wird es in drei verschiedenen Größen geben. Als 86, 75 und 65 Zoll Größe. Dementsprechend heißen dann die Produktnamen auch T86, T75 und T65. Alle drei Modelle werden ein 4K-Display haben. Das ist also einheitlich. 4K-Auflösung, UHD, um ganz genau zu sein, 60 Hertz, 400 Nits. Ist also ein schönes, wirklich gutes Display. 178 Grad Blickwinkel. Also ne, Sie können von jeder Seite da bequem drauf schauen. 20 Punkte Touch. Ne? Es werden also 20 Touchpoints erkannt. Wozu brauche ich das? Naja, wenn mehrere Leute vor dem Display stehen und Brainstorming machen und jeder will gleichzeitig was draufschreiben, dann geht das eben auch, ne, weil er sehr viele Touchpoints eben erkennt. Lautsprecher-Mikrofone sind mit dabei. Es ist eine Kamera mit dabei, die ist oben aufgesteckt und ist detachable. Ne, sie ist auch 4K, also eine gute Kamera. Sie ist aber vor allem detachable, das heißt, ich kann mich entscheiden, bringe ich sie an oder lasse ich sie weg in sicherheitsrelevanten Entwicklerbereichen oder so vielleicht eine Option. Daneben haben wir noch zwei Sensoren dran. Das eine ist ein Helligkeitssensor, ne, der erkennt also, wie hell der Raum ist und stellt dann die Bildschirmhelligkeit entsprechend ein. Und das andere ist ein Sensor, der erkennt, ist dann überhaupt jemand im Raum drinne. Und dementsprechend kann dann das Large-Format-Display sich automatisch auch einschalten oder eben auch wieder automatisch ausschalten, sollten alle Menschen den Meetingraum verlassen haben. Muss ich nicht nutzen, diese Sensoren, kann ich auch alles manuell einstellen. Alles eine Frage der Einstellungen. Ne? Hier ist noch so ein Bild von hinten. Das wollte ich Ihnen kurz zeigen. Die Wandhalterung ist immer mit dabei im Lieferumfang, genauso wie meistens auch die Kamera. Es gibt eine Option, eine Partnummer, da ist ja auch nicht dabei, aber Wandhalterung ist dabei, Kamera ist dabei, es sind auch zwei Schifte dabei. Ist also im Prinzip alles mit dabei, was ich brauche. Anschlüsse sowohl vorne dran, als auch ganz, 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 ganz viele hinten dran. Sie sehen da auch so exotische Dinge wie ein HDMI-Out-Port oder einen optischen Audio-Out-Port oder ein LAN-Out-Port.
Das bräuchte man im Prinzip eigentlich nicht so sehr für die Funktionalität selber. Aber dieses Gerät kann oder diese drei Modelle können eben auch so eine Art Hub-Funktion in dem Meetingraum übernehmen. Was es auch geben wird, ist ein W20 Wireless Dongle mit dazu. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das kenne ich doch irgendwo her. Ja, Barco, ne, das System, was irgendwie jeder kennt und jeder liebt für die Einfachheit halber. Ich will nicht sagen, das bauen wir jetzt nach. Nee, das wäre wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Aber das Prinzip ist dasselbe. Es gibt einen Dongle dazu. Den kann man entweder per USB-C an ein Notebook anschließen oder auch per HDMI. Ja, das ist also kein Outport, sondern es ist ein Inport und kann dann eben drahtlos die Bildschirminhalte an das Large Format Display übertragen. So, 2 Minuten bin ich schon über meine Zeit. Volker, entschuldige, du bist dran mit deinem ersten ThinkPact-Blog. Ich gebe dir noch schnell die Moderatorenrechte rüber und dann kannst du deinen Bildschirm teilen. Prima, Sekunde. Ich auf den richtigen Bildschirm teile hier. Und gib mir kurzes Feedback, ob man meinen Bildschirm sieht. ThinkPad Z-Serie, was ist das denn, lieber Volker? Wir sehen dich. Genau, also wir haben natürlich auch im ThinkPad-Bereich dieses Jahr einige Überraschungen. Aber bevor ich da einsteigen möchte und nochmal ein Gruß auch von meiner Seite und natürlich auch gute Wünsche für dieses Jahr, was die Gesundheit und natürlich auch den Erfolg im Geschäft angeht. Wir haben in diesem Jahr natürlich nicht nur die angekündigten ThinkPads, die wir heute vorstellen wollen. Sie sehen, heute schauen wir, einfach weil sie angekündigt sind, auf die Z1, da gibt es neue, auf die X1 und auf die Z-Serie. Ja, die Produkte sind auf der CES vorgestellt worden mit Verfügbarkeitsdaten. Die will ich Ihnen auch direkt einblenden. Das ist also das, was wir hier sehen. Und hier sehen Sie, dass die eigentliche Verfügbarkeit, und das hat dann natürlich was damit zu tun, wann sind denn die Prozessoren von AMD und von Intel verfügbar. Und Sie sehen, dass das in diesem Jahr so ein bisschen stufig passiert, in so mehreren Wellen, die alle im zweiten Quartal sind. Und das ist so ein bisschen auch für die anderen ThinkPads, die wir jetzt heute nicht vorstellen können, weil wir ja in einem offenen Call sind und die Produkte schlicht und ergreifend noch nicht angekündigt sind. Ja, aber das ist so ein bisschen Gefühl dafür, wann werden denn die neuen Produkte, die 2022er Produkte, ab wann werden sie also lieferbar sein? Sie sehen also, dass das alles im zweiten Quartal passiert. Und dann an der Stelle direkt schon den Hinweis, weil viele sagen natürlich, Mensch, was passiert mit der Z-Serie, was passiert mit der T-Serie, mit der X-Serie, mit der L- und der E-Serie. Ein Hinweis auf den nächsten Termin, den wir natürlich auch haben, das ist am 3.3., die Einladung werden Sie also auch bald haben, werden wir das nächste ThinkPad-Update bekommen. Also da geht es dann sicherlich um die anderen Produkte, weil wie gesagt, wir können in diesem großen Call nur darüber reden, über das, was vorgestellt wurde. Wenn Sie jetzt als Partner oder Kunde der Lenovo natürlich Interesse oder Bedarf an mehr Informationen über die Produkte, die wir heute vorstellen, hinaus haben, zögern Sie nicht, auf Ihre Ansprechpartner drauf zuzugehen und zu sagen, Mensch, was gibt es denn noch für die Produkte? Wir stehen kurz vor Entscheidungen, vor Ausschreibungen oder dergleichen Dinge mehr. Wir wollen wissen, was jetzt halt eben bei unsere Produkte angeht. Ich werde sicherlich einige Hinweise darauf geben können, aber trotzdem, man will natürlich ein bisschen ins Detail schauen können. Gehen Sie also da auf Ihre Ansprechpartner von Lenovo zu oder kommen Sie auf mich zu, dass wir Sie natürlich außerhalb dieses Calls natürlich über weitere Produkte informieren. Ja? Also von daher, heute nur der Fokus auf diese Geräte, die eher im Bereich der Premium-Produkte sind. Aber glauben Sie es uns, wir haben natürlich die anderen Produkte auch im Portfolio und auch die werden natürlich ihre Aktualisierung in diesem Jahr bekommen. Dann schauen wir auf die Z-Serie, eine komplett neue Serie. Und ich habe natürlich geschaut, was für ein Feedback gibt es dazu im Internet, was ist angekündigt worden, was haben Blogger, was haben Zeitschriften schon dazu geschrieben. Und
Um ihn die Z-Serie ein bisschen einzusortieren, habe ich den offiziellen Pressetext gefunden, weil der macht das ganz gut. Und den schauen wir uns jetzt auch etwas an. Und wenn wir jetzt in den Text reinschauen, das Erste, hier wird also von einer neuen Serie von ThinkPad-Laptops gesprochen. Das Erste, was ich da hinzufügen möchte, ist, dass es eine zusätzliche Serie von ThinkPad-Laptops sind. Also das Wort zusätzliche habe ich jetzt eingefügt, ist für mich ganz wichtig, weil hier wird keins der vorhandenen ThinkPads, egal was sie zurzeit im Einsatz haben, keine E, keine T, keine L, keine X, X1-Serie, da wird nichts ersetzt, sondern es ist eine zusätzliche Serie von ThinkPads. Ja? Was passiert noch? Es wird von Premium Business Laptop gesprochen, also von der Positionierung her. Und Sie haben sicherlich auch die Preispunkte schon gesehen in der Ankündigung. Es sind definitiv nicht das günstigste, was man an ThinkPads kaufen kann, einfach aufgrund der Materialien, aufgrund der Technologien, die da eingesetzt werden. Ja. Was haben wir noch? Es wird von atemberaubendem, progressiven Design gesprochen. Neue Maßstäbe, neue Materialien, neue Farben, zeitgemäße Designphilosophie. Ja, heißt, hier machen wir in dieser Serie was komplett anderes. Ja, für diejenigen, die länger bei der ThinkPad-Welt oder die ThinkPad-Welt verfolgen, das, was ich hier gerade in die Kamera halte, ist ein Produkt aus dem Jahr 2005, was wir angekündigt haben. Auch das hieß seinerzeit schon Z-Serie. Das war ein Produkt, wo wir seinerzeit das erste Mal Widescreen-Monitore hatten. Also für diejenigen, die noch nicht dabei waren, vorher waren die Bildschirmformate mehr rechteckig. Die breiteren Bildschirme kamen so um diesen Zeitrahmen 2005. Und das war die erste Familie, die beispielsweise diese Widescreen-Displays adaptiert hat. Ja? Und so gesehen, wie gesagt, wir hatten schon mal eine Z-Serie, stand auch in einigen Artikeln richtigerweise. Das war das Produkt, was ich gerade in die Händen gehalten habe. Ja? Und wie gesagt, nochmal, ist eine zusätzliche Serie. Hier wird auch langfristig nichts ersetzt von irgendwelchen Serien. Und das andere Thema ist, und hier geht es speziell natürlich auch um das Design, es richtet sich an eine andere Zielgruppe von Geschäftsanwendern. Das hat auch diese Aussage hat zwei Facetten. Das eine ist eine andere Zielgruppe. Hier geht es darum, das ThinkPad-Design, und wir sehen aus eigenem Hause auch Designs, die moderner sind, die sich mehr an Millennials, an Generation Z, wie es so schön heißt, adressieren. Auch da geht es halt eben darum, ein sehr modernes Design zu haben. Und das andere ist, wir reden nach wie vor nur über ThinkPads und das ist halt eben den Vorteil, den wir hier machen. Wir sehen in diesem Bereich relativ viele Geräte, die wir von der Positionierung her im Bereich der Prosumer sehen würden. Also nicht unbedingt reine Business-Geräte, die aber sehr modern aussehen bei anderen Herstellern, auch bei uns. Aber hier dieses Gerät richtet sich ganz klar an Geschäftsanwendern. Also die Dinge, die gerade wenn Sie in internationalen Unternehmen unterwegs sind, da sagen Sie, ich will das Gerät konfigurierbar haben. Ich will in diversen Teilen dieser Erde, muss ich sichergestellt haben, dass wir Ersatzteile haben. Ich will eine lange Windows-Unterstützung von euch bekommen, liebe Lenovo. Alles das, was so typische Business-Anwendungen, Anforderungen sind, alles das bringen wir auch in diese Z-Gruppe rein. Also ein modernes Design, ja, definitiv adressiert nicht unbedingt an die Traditionisten, Liebhaber bei den ThinkPads, wo ich vielleicht mich auch eher selber auch sehen würde, definitiv, ja. Aber halt eben auch alle Business-Merkmale in dieser Produktfamilie. Also von daher ist es ein sehr spannendes Produkt. Schauen wir uns die Produkte denn ein und das Erste, was wir haben, es wird sehr viel von Nachhaltigkeit, von Sustainable Design gesprochen, ja. Recyceltes Aluminium, nachhaltige Verpackung, Farbauswahl. Schauen wir uns die Sachen einfach mal an. Das erste ist, wir haben also Farbauswahl. Wir sehen also im ersten Bild, Mensch, so sah bis dato noch nie ein ThinkPad aus, das ist richtig. Das Z13 hat die Option in halt eben genau dieser Farbe, wie wir haben, das ist Bronze mit einem veganen Leder ausgestattet zu sein. Die anderen Alternative ist halt eben Arctic Grey, Silber-Grau-Farbton. Und auch das zweite Produkt ist nur in diesem Silber-Grau-Farbton. Und da ist der Bestandteil zu 70% aus recyceltem Aluminium. Ja? Die erste Frage, die ich dann mal höre, warum zu 70 und nicht zu 100%? Hier muss man eben auch gucken, das Aluminium, was man da bekommt mit 70% Anteil, hat immer noch die Qualität, die wir benötigen,
um das ThinkPad in dieser Qualität auch machen zu können. In dem Moment, wo man über die 70 hinausgeht, da sind heute die Produktionsmethoden noch nicht so effektiv, dass die Qualität des Eingangsmaterials die ist, die wir halt eben brauchen. Aber auch da arbeiten wir dran, natürlich weiter Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Ansonsten, wie gesagt, das ist jetzt das Z13 in dieser Bronze vegan Lederausführung. Auch das vegane Leder ist halt eben nicht keine Tierhaut, die hier verwandt wird, sondern recyceltes PET, was aber wirklich auch die haptischen und resistenten Anforderungen halt eben entspricht, wie wir es halt eben haben wollen. Also das ist die Nachhaltigkeit auf der einen Seite. Ich zeige hier nochmal die Geräte im Design. Wie gesagt, das Z13 bekomme ich auch alternativ in dieser Farbgebung und Sie werden mir recht geben, so hat bis dato noch nie ein ThinkPad ausgesehen. Das ist also ganz neue Farbkonstellation und klassischerweise, das ist halt eben der Farbton Arctic Grey, den ist halt eben der 13 Zöller und den 16 Zöller, den wir vorgestellt haben, gibt es in dieser Farbgebung. Ja. Was haben wir noch? Verpackung. Die Verpackung, die wir einsetzen, ist eine kompostierbare Verpackung aus Bambus. Bambus ist übrigens ein Gras und als Gras auch das schnellst nachwachsendste Material, was es gibt. Also auch da ist der Einsatz allein schon sehr nachhaltig, den wir tun. Und neben der Tatsache, dass wir diese Verpackung in den Papiermüll beispielsweise entsorgen kann, kann man diese aber auch im Grünabfall oder auf den heimischen Komposthaufen werfen. Also auch das ist ein Schritt sogar weitergegangen, was die Nachhaltigkeit angeht, weil allein das Entsorgen eines Mülls ja auch schon wieder ein CO2-Footprint bedeutet. Die kompostierbare Verpackung, also diejenigen, die einen Komposthaufen im Garten haben, zögern sie nicht, diese Verpackung auch da reinzuwerfen, weil die halt eben wirklich rein aus Bambus und Zuckerrohr besteht. Also auch das ist ein neuer, weiterer Ansatz, den wir da gehen. Das nächste ist das Thema modern. Ich hatte es eben schon angesprochen. Was wir haben, ist also ein sehr hohes Screen-to-Body-Ratio, ist eine Zahl, die genannt wird. Also sprich, wir haben sehr dünne Bildschirmrahmen und die sorgen halt eben für dieses moderne Design. Wir haben, was wir bei den ThinkPads ja auch im letzten Jahr schon gesehen haben, ein 16:10 Seitenverhältnis, also auch sehr viel Höhe, die der Bildschirm halt eben hat. Hier unten dieser Balken, den man klassischerweise hat, der entfällt dadurch. Ich bekomme mehr Bildschirminhalte zu sehen. Und dieser Kommunikationsbar. Also hier geht es darum, dass wir große, gute Kameras eingesetzt haben. Die sind größer. Ja, und entsprechend, und das hatten Sie eben auch schon in den Bildern von außen gesehen, ist das hier im Design integriert, dass wir halt eben diese größeren Full-HD-Kameras halt eben, die brauchen ihren Platz, dass wir das halt eben an der Stelle so machen. Was haben wir als nächstes? Diesen Communication Bar, hier sehen Sie ihn von außen. Idee halt eben wirklich, bessere Videokonferenzen zu machen. Das war das Feedback, was wir bekommen haben, als die Pandemie anfiel und wie man feststellen konnte, dass auf einmal die eingebaute Kamera viel häufiger benutzt wurde, war das erste Feedback unserer Kunden. Bitte gebt uns bessere Kameras, dem kommen wir in diesem Jahr definitiv nach. Und hier sehen Sie es halt eben auch entsprechend als Communication Bar im Design integriert. Was wir auch haben, ist, was die Sicherheit angeht, ein neues Feature. Sie haben ein sehr klares Design gesehen, dass wir über eine Art Lichtschalter, einen Schalter, die F9-Taste an der Tastatur ist es, dass wir darüber die Kamera einschalten. Also auch das ist ein neuer Ansatz und der verhält sich wie ein Lichtschalter. Das heißt, Sie deaktivieren die Kamera. Und das nicht über das Betriebssystem, sondern das passiert ganz auf Hardware-Ebene. Also von daher ist das Ganze auch sicher. Und das ist halt eben eine ganz neue Geschichte, dass wir halt eben bei einem klaren Design in der Z-Serie hingehen und das Ganze über den E-Shutter machen. Ja. Das nächste Thema, haptisches Force-Pad. Das Thema Force-Pad hatten wir schon bei dem X1 Titanium im letzten Jahr gehabt. Das heißt, es geht jetzt über die Berührung geht das Ganze. Funktioniert aber klassischerweise so, wie wir das von den ThinkPads her kennen. Ich habe sehr viel Befürchtung auch schon gehört. Mensch, die Lenovo, die hatten doch mal dieses sogenannte Five-Button-Click-Pad. Das war seinerzeit eine mechanische, vollgroßes Steuerungspad gewesen. Das war von den Kunden definitiv nicht akzeptiert worden. Und ja, wir haben das Feedback damals gehört. Das, was wir haben, ist hier, ist definitiv eine andere Welt dessen. Also man hat mir auch definitiv zugesprochen, es ist also sehr viel Entwicklung in diese Implementierung gegangen, dass also sowohl der Touchpad als auch der Trackpoint-User sich halt eben hier sehr wohl fühlt mit dem Hintergrund, dass wir halt eben auch für den Touchpad-User ein sehr großes Touchpad haben. Und ohne dass halt eben
das damals dadurch, dass man 5 Knöpfe halt eben in diese einen Mechanik integriert hatte, war das eine nicht optimale Implementierung. Das ist definitiv was anderes. Besser, wie gesagt, weiterentwickelt, dass wir sowohl die Trackpoint-User als auch die Touchpad-User sich hiermit wohlfühlen können. Und das andere, was wir haben, integriert im Design halt eben auch den integrierten Fingerabdruckleser, Match und Chip natürlich für die höchste Sicherheit. Das sind so die Merkmale, die die Produkte haben. Erweiterte Funktionalität, nur ganz kurz, sind Zusatzfunktionen über die Trackpoint-Funktion, auch wieder Benutzer es einfacher machen. Ich kann die Kamera, Mute, Microsoft Dictation, Mikrofonsteuerung, kann ich alles auf Knopfdruck aktivieren. Das hilft natürlich bei dem tagtäglichen Hybrid Work, was wir tun, diese Geschichten zu machen. Und last but not least, Sie werden sehen, die Produkte sind alle nur im Zusammenhang mit AMD angekündigt. Wir haben hier also eine exklusive Zusammenarbeit gemacht in der Entwicklung dieser Geräte. Deswegen sind die Geräte als AMD-Version zu haben, nicht als Intel-Version, die gibt es nur als AMD-Systeme. Und somit schauen wir jetzt noch in die Geräte selber rein. Ja, das ist also unsere 13-Zoll-Version, das Z13. Ja, und das, was wir da haben, ist halt eben ein dünnes, leichtes Gerät in 2 verschiedenen Materialien, das recycelt graue Aluminium oder veganes Leder. Ein 13-Zoller 16:10, das hatte ich bereits schon gesagt. Die CPU ist fokussiert auf geringen Stromverbrauch. Das ist die Ryzen 6000, die neueste Ryzen-Serie U-CPU, die wir an der Stelle verwenden, sehr leistungsstark. Und was das Design angeht, Sie sehen also hier nochmal die Tastatur, also eine Edge-to-Edge, also wirklich über die ganze Breite angeordnete Tastatur, hervorragende Bildschirme, die wir da einbauen, Low-Blue-Light-Zertifizierung für geringen Blauanteil, um auch lange dran arbeiten zu können, ohne dass die Augen ermüden. Sie sehen, was Speicher und Storage angeht, sehr weit ausbaubar. Dolby Atmos Lautsprecher. Systeme schauen wir uns später an, was die Konnektivität angeht, Fingerabdruckleser, darüber haben wir gesprochen. Und was die Anschlüsse angeht, ja, für ein modernes Gerät, Sie sehen zweimal USB-C und somit bin ich ja erweiterbar auf alle Technologien und ein 50 Wattstunden Akku mit Rapid Charge Technologie. Also heißt, das Gerät ist auch relativ schnell geladen, sobald ich an der Steckdose bin. Und das zweite Gerät, was wir ankündigen, das ist das Z13. Z16, also ein 16-Zoll-Gerät. Sie sehen hier, dass wir dann auch hingegangen sind, die Lautsprecher links und rechts von der Tastatur zu positionieren. Sie sehen auch oben den Communications-Bar. Und das ist ein Gerät, was sehr performant ist. Ja, Sie sehen eine Ryzen H-CPU, was wir haben in dem Arctic Gray Farbton. Also wirklich ein leistungsstarkes Gerät in dem Bereich, wo wir so P1-Systeme haben, da kann man das Gerät positionieren. Mit halt eben dem ganz modernen Design, was wir haben. Auch da Dolby Atmos, wir werden es später nochmal angucken. Auch hier verbauen wir hervorragende Geräte, 32 GB Low-Power DDR5-Speicher. Den gibt es nur in der aufgelöteten Version, das ist also das leistungsstärkste, energiesparendste, was es gibt. Das ist ein aufgelöteter Speicher, den wir haben, um halt eben wirklich das Beste an Performance rauszuholen. Wir haben die Möglichkeit, integrierte oder halt eben eine AMD-Grafik einzubauen. Also da hat man die Möglichkeit, nochmal eine Grafik-Performance-Stellschraube zu drehen. WLAN hat man optional natürlich drin und auch hier, was die Anschlüsse angeht, Audiobuchse, SD-Kartenleser und dreimal USB-C, also auch da hat man die Möglichkeit über Docking oder Adapter auf alles, was man braucht, anzuschließen. Und mit 70 Wattstunden, also einem größeren Akku nochmal, ist eine sehr performante Maschine und da freuen wir uns also sehr, beide dieser Z-Geräte zu haben. Wie gesagt, ein modernes Design, zusätzliche Systeme, hier wird also keins der vorhandenen klassischen ThinkPad ersetzt und somit haben wir also hier hervorragende Produkte. Wie in der Vergangenheit so Fragen im Chat gekommen sind, mein Freund und Kollege Michael Weigelt, ich hoffe, denke mal, du hast einige Fragen bekommen bis dato im Chat. Sind es irgendwelche Fragen, die ich so noch beantworten kann neben hier? Also ich habe ganz viele Fragen bekommen. Ich habe mich bemüht, das meiste im Hintergrund zu beantworten. Es gab zum Beispiel den Hinweis, Mensch, Leder, wie sieht es denn da mit der Reinigung aus? Ne? Muss ich da mit der Autolederpflege drüber? Ne? Solche Gedanken gibt es natürlich. 5G bei den neuen Z-Geräten kommt gerade noch rein. Hast du das erwähnt?
Haben wir Stand heute nicht. Wir haben also da ein 4G, 5G haben wir nicht. Hat auch was mit Antennen zu tun. Die Tatsache, dass das sehr teure Adapter sind, die sind für Notebooks definitiv teurer, als das für Handys sind. Also von daher haben wir bis dato in den Informationen gesehen, dass wir da bei 4G sind. 5G nicht, noch nicht. Ja, ich weiß, dass da Diskussionen sind intern. Was das Leder angeht, ich habe noch Informationen gesehen, also auch was die Kratzresistenz angeht, das ist halt natürlich auch ein Thema, was als Frage aufkommt. Also es ist ein sehr kratzresistentes und also das kann was ab, lassen Sie mich mal so ausdrücken. Was die Pflege angeht, im Gegensatz zu einem natürlichen Leder, wo man, also diejenigen, die es tun, wo man ab und zu mal mit Lederfett rangeht, das muss man da definitiv nicht, um dies zu erhalten. Und ansonsten denke ich mal, ich sag mal, normale Reinigung ist an dem halt eben möglich, aber wie gesagt, man braucht kein Lederfett. Ja. Prima, dankeschön. Ansonsten kam natürlich die Frage, ne, was kostet das ganze Ding? Da können wir im Rahmen dieses Calls natürlich jetzt keine, ne, definitive Antwort drauf geben. Aber du hast schon gesagt, Premium-Produkt, ne? Es ist kein Einstiegs-Billigprodukt, Premium-Produkt. Ja, genau. Also in den Ankündigungstexten steht es drin. Ich kann ja mal, während du jetzt gleich über den nächsten Teil gehst, nochmal kurz nachgucken, was die Preispunkte da sind. Aber ich meine, in den Ankündigungstexten hat es auch Preise gegeben. Seien Sie mir ehrlich, ich habe es gerade nicht im Kopf. Danke. Prima. Gut, dann würde ich meinen Bildschirm wieder teilen. Okay. Und Ihnen noch etwas zum Thema ThinkCenter erzählen. So, das müsste man jetzt sehen. Perfekt. ThinkCenter Neo, was hat es denn damit auf sich? Wir haben einen neuen Markennamen in die Welt gesetzt. Die Geräte dahinter sind eigentlich nicht so furchtbar neu, aber der Markenname ist neu. Sie kennen vielleicht die Geräte der heutigen V-Serie, Lenovo V-Serie. Das sind Business-Desktops durch und durch, ne? Werden im Business-Umfeld verkauft, vielleicht nicht im Projektgeschäft und bei Großkunden, aber so, ne, im SMB-Bereich für Laufkundschaft, ne, in den Webshops unserer Händler gab es bisher die Lenovo V-Serie. Viele Kunden von uns haben allerdings nicht so richtig den Bezug zum Business-Bereich hergestellt und von daher haben wir markentechnisch dort entschieden, das ein bisschen anders zu nennen, nämlich ThinkCenter Neo. Es wird also neben, ja, ich betone neben, also zusätzlich zur bekannten ThinkCenter M-Serie für das Projektgeschäft und die großen Unternehmenskunden, auch einen kleinen Bruder geben, nämlich die ThinkCenter Neo-Reihe. Moment, Volker, ich muss dich mal ganz kurz auf die Mute schalten. Ich höre so ein paar Störgeräusche. So, jetzt besser. Perfekt, danke. Die ThinkCenter Neo-Geräte, von der Nomenklatur der Namen her, müssen sich da gar nicht so sehr umgewöhnen. Das M fällt natürlich weg von den klassischen ThinkCenter-Geräten. Stattdessen heißen die Geräte ThinkCenter Neo 70T, 50S oder 30A. Das sind so die drei Geräte, die in der Presseankündigung während der CES eben genannt worden sind. T hinten bedeutet wie bisher auch Tower, S hinten bedeutet wie bisher auch Small Form Faktor und das A hinten bedeutet wie bisher auch ein All-in-One Form Faktor. Das heißt, das Namensschema ist sehr einheitlich zu den klassischen ThinkCenter Geräten. Warum braucht es jetzt überhaupt eine ThinkCenter Neo-Reihe oder warum hat es bisher die Lenovo V-Serie gebraucht? Ganz einfach, es sind, wie gesagt, eben Einsteigergeräte, die nicht sonderlich skalierbar sind, die nicht sonderlich spezifizierbar sind oder einen großen Konfigurationsgrad aufweisen, sondern wo wir mehr oder weniger viele Dinge einfach von der Stange so wegverkaufen. Sie kennen den Begriff Topseller vielleicht, also Geräte von der Stange, die wir aber eben in der Regel lagerfähig dann bei der Distribution haben. Es sind Businessgeräte durch und durch. Sie tragen also den Think-Markennamen mit Recht. Ist ein TPM-Chip drinne zum Beispiel, haben auch die klassischen Zertifikate, EPEAT oder Energy Star, was im Businessumfeld wichtig ist. Das ist also alles gegeben. Es sind Businessgeräte. Aber, ne, eben von der Konfigurationsmöglichkeiten her, alles ein bisschen abgespeckter.
statt vier RAM-Bänken sind da halt nur zwei drin. Oder statt vieler schneller USB-Ports sind halt ein paar weniger drin, die vielleicht im Zweifel auch ein bisschen langsamer sind. Oder sie haben einen PCI-Express-Slot weniger. Oder statt drei Festplatten gehen halt nur eine oder zwei rein. Also an jeder Ecke so ein bisschen gespart. Dafür hat man eben ein gutes Businessgerät für den Einstiegsbereich, für die Otto-Normal-Office-Nutzung zu einem sehr guten Preis. Das macht eben dieses ThinkCenter Neo-Reihe aus, die in den nächsten Monaten die Geräte der Lenovo V-Serie eben ersetzen wird. Wann wird das erfolgen? Stückchenweise den 50S gibt es zum Beispiel schon, 70T, 30A und noch ein paar andere weitere Modelle werden die nächsten Monate folgen. Das sind Geräte, die eben gleich mit Intel Alder Lake Prozessoren ausgestattet werden. Deswegen starten die jetzt so in den nächsten Monaten. Was gab es noch Neues aus dem ThinkCenter-Bereich bei der CES? Es gab auch eine Ankündigung im klassischen ThinkCenter-Bereich. Nämlich hat man den neuen All-in-One schon mal ins Schaufenster gestellt und dort das Flaggschiff, den M90A Pro Gen 3. Wo wir heute sind, ist ja die Gen 1 und die Gen 2 mit Comet Lake und Rocket Lake Prozessoren. Und die Gen 3 wird ganz allgemein bei den Desktops eben dann mit Alder Lake Prozessoren der 12. Core-i-Generation ausgestattet sein. Den Produktnamen M90A, den kennen Sie auch schon, das ist ein 24 Zoll All-in-One-Gerät. Den wird es nun noch zusätzlich auch in einer Pro-Variante geben. Das Pro steht vor allem für eine erhöhte Display-Auflösung. Statt Full-HD sind wir also im QHD-Bereich. Steht auch für mehr Grafikoptionen, für eine dedizierte Grafik, sodass man sagen kann, das ist ein Business All-in-One, aber dort eben für die grafikintensiven Anwendungen gedacht, Kreativbereich, Fotografie, für alle, die das im Businessbereich eben trotzdem mit grafikintensiven Anwendungen umgehen müssen. Das ist der M90A. Ich zeige Ihnen davon nochmal ein, zwei Bilder. Auch hier bringen wir das neue Design, was wir auch bei den Monitoren haben. Also diesen schönen, schlanken Standfuß mit der integrierten Kabel, ja, nicht mehr Halterung, sondern Führung. Nicht quadratischer, rechteckiger Standfuß, so wie wir das auch schon bei der 20er Generation haben. Und auch von hinten ganz allgemein ein aufgeräumteres, ich habe das vorhin Clean Design genannt, also möglichst glatte, aufgeräumte Flächen ohne viel Schnickschnack dran. Dieser Standfuß ist auch deswegen so gestaltet, weil wir dort auch die Tastatur ablegen können. Das passt also schön von der Größe ineinander, sodass Sie dort einen schönen aufgeräumten Schreibtisch haben. Folgen weitere Desktops der Gen 3? Ja, natürlich. Sie waren eben jetzt noch nicht angekündigt. Deswegen dürfen wir öffentlich noch nicht drüber reden. Aber natürlich werden wir die neue Intel Alder Lake Prozessoren auch bei den ThinkCenter-Modellen, die heute eben noch auf der Gen 1 und 2 sind, eben mit der Gen 3 dann einführen. Ist ja keine Frage. Okay. Und das dritte und letzte ThinkCenter-Thema, was angekündigt worden ist zur CES, ist das Tio Flex-Konzept. Tio, kennen Sie mit Sicherheit alle, ist unser Tiny-in-One-Konzept. Ne? Tio Tiny-in-One, ein modulares All-in-One-Konzept, bei dem also unser kleinster Desktop, das 1-Liter-Tiny-Gehäuse, in einen Monitor hinten eingeschoben wird und somit quasi ein All-in-One-Gerät bildet, ne? Nur ein Stromstecker beispielsweise, aufgeräumter Schreibtisch und so weiter, aber eben jederzeit trennbar ist und durch einen anderen Monitor oder einen anderen Tiny ersetzt werden kann. Dieses Tiny-in-One-Konzept wird so weitergeführt, wird so erhalten bleiben. Wir werden das weiterentwickeln, wir werden es weiter fortführen. Wir nehmen Ihnen hier nichts weg, Ausrufezeichen. Zusätzlich, zusätzlich wird es allerdings ein Tio-Flex-Konzept geben.
Und das TioFlex-Konzept hat im Prinzip als Großziel auch, den Schreibtisch aufgeräumter und übersichtlicher zu machen und mit weniger Kabelwirrwarr auszustatten. Der Unterschied ist nur, das Konzept ist, wer hätte es gedacht, flexibler. Und zwar zum einen, weil man besser an den Tiny rankommt. Der Tiny ist also nicht mehr hinter dem Monitor, sondern er ist dem Anwender zugewandt. Er steckt im Standfuß mit drinne. Man kommt an sämtliche Ports von vorne wie auch von hinten ran. Er ist also ein Stück weit flexibler, was die Handhabung durch den Anwender anbelangt. Er ist aber auch deswegen flexibler, weil ich ihn oder weil ich dieses Konzept mit mehr Monitoren, mit mehr Panels, mit mehr Displays ausstatten kann. Wir haben ja heute bei dem klassischen Konzept quasi eine Variante mit 22 Zoll, eine Variante mit 24 Zoll, eine mit 27 Zoll. So, die drei Modelle gibt es, das war's. Das TioFlex-Konzept ist deutlich flexibler. Warum? Weil das Eigentliche, was Sie von uns bekommen, also was sich hinter TioFlex verbirgt, ist eigentlich nur der Standfuß. Wenn Sie bei uns einmal TioFlex bestellen, dann bekommen Sie genau das, was Sie hier sehen, nämlich eigentlich nur einen Standfuß ohne Monitor. Das wäre die Standalone-Variante. Was können Sie damit tun? Naja, Sie können einen bestehenden Tiny nehmen, dort reinstecken und Sie können einen bestehenden Monitor von sich nehmen und dort ranhängen. Wir werden diesen Standfuß auch bundeln mit unseren Monitoren. Es wird auch da wieder 22, 24, 27 Zoll Varianten geben, wo wir also den Standfuß und einen Monitor zusammen verkaufen unter einer Partnummer. Die dritte Variante, und jetzt komme ich zu dem Flexiblen, ist aber, letztendlich können Sie an diesem Standfuß so gut wie jeden x-beliebigen Monitor dranhängen. Es gibt nämlich zu dem Standfuß noch einen VESA-Adapter dazu, nenne ich es mal. Der wird hier oben drauf gesetzt und bietet eben nicht nur eine Aufnahme für Lenovo-Monitore, sondern letztendlich für alle, ich sag mal fast alle Monitore, die in irgendeiner Form VESA-kompatibel hinten eine Aufhängung dran haben. So, und damit wird es eben interessant für die Kunden, die sagen, ja Mensch, TioFlex-Konzept gefällt mir, schön aufgeräumt alles, aber ich hänge an meinen HP, Dell, ISO-Monitoren, was auch immer, dann können Sie eben auch hier dran Monitore dranhängen, die eben nicht von Lenovo sind, sondern von einem Dritthersteller, dank diesem VESA-Adapter, der eben auch mit dabei ist. Das Ganze geht hoch bis 27 Zoll, also von 22 bis 27 Zoll. Das hat zu tun mit der mit der Höhenverstellbarkeit. Der Standfuß hier erlaubt eine Höhenverstellbarkeit. Das wird, ich will es jetzt nicht Gegengewicht nennen, aber das ist natürlich gewichtsabhängig. Von daher gibt es hier oben auch so einen kleinen Schiebeschalter, wo Sie dann einstellen müssen, was möchte ich denn dranhängen? Ist es ein relativ leichter Monitor oder ein relativ schwerer Monitor, sodass auch die Höhenverstellung weiterhin funktioniert? Deswegen limitieren wir das bis auf Weiteres erstmal bis 27 Zoll. So, das war's aus dem ThinkCenter-Bereich. Ich schaue zu meinem Kollegen, dem Volker, gebe ihm die Presenterrechte wieder rüber. Und ich glaube, der Volker hat noch was für uns, was sich unter ThinkPad X1 zusammenfassen lässt. Wir sehen deinen Bildschirm, perfekt. Aber wir hören dich noch nicht. Vielleicht muss ich dich, jetzt hören wir dich wieder. Ich habe dich wieder entmutet. Ja, die brauchen eine Zeit und sorry, dass ich eben noch nicht gemutet war. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der ThinkPads. Und wie gesagt, hier reden wir über die X1. Diejenigen, die unsere Familie kennen, auch da sind wir mehr im Premium-Bereich bei uns. Aber wir hören und lesen halt eben vieles hier, was halt eben sich auch in der kompletten ThinkPad-Familie widerspiegelt. Von daher ist das natürlich auch sehr interessant, was wir da gemacht haben in diesem Jahr. Und das Erste, was wir haben, ist, ich denke mal, ist es uns allen so gegangen, in dem Moment, wo wir in die Pandemie in ein hybrides Arbeiten, Work from Home, Work from Anywhere gegangen sind, sind zwei große Feedbacks an uns gekommen. Das eine ist halt eben, was ich schon eben besprochen habe, die Kamera, und das Ganze ist halt eben auch die Audio Experience.
Beispielsweise, dass halt eben der Kollege im Call auch auf Mute geht. Sorry dafür nochmal. Also, wir haben hier sehr viele interessante, also neue Punkte bekommen, die wir natürlich in die Entwicklung unserer Geräte haben einfließen lassen. Ja? Und da will ich Ihnen jetzt reinschauen in eine Reise dessen, was haben wir mit ThinkPad X1 und sicherlich anderen ThinkPads, die noch kommen werden in diesem Jahr, was die Ankündigung angeht, gemacht. Also wir haben die aktuellsten Intel und natürlich auch AMD-Prozessoren. Die X1 sind halt eben Intel, aber AMD kommt natürlich auch. Selbstverständlich, dass wir die natürlich in die Geräte integrieren. Und dann das ganze Thema verbesserte User Experience. Und zwar ganz klar muss man darauf schauen in die Full-HD-Kameras. Also wie Sie sehen bei uns, dass wir Full-HD-Kameras durchgängig in die Produkte eingebaut haben, die, und das hatte ich Ihnen eben auch schon kurz erwähnt, einfach größer sind als die bisherigen Kameras, die verwendet wurden, die HD-Kameras. Weswegen Sie bei einigen Geräten jetzt bei uns diesen Communication Bar, wie der sich nennt, sehen. Das heißt, das ist leicht nach vorne gegangen. Das heißt, die Abschrägung ist ein bisschen aufgehoben. Das sieht man hier oben im Deckelbereich. Das sieht man eben hier. Wir haben bewusst halt eben aber auch die Merkmale der Kamera raufgesetzt, ja, um dem Ganzen halt eben auch designmäßig das Ganze zu unterstützen. Hat auch, wenn es darum geht, das Gerät aufzumachen, hat eben auch Vorteile, weil ich einfach den Deckel besser zu greifen bekomme. Also definitiv eine gute Weiterentwicklung. Das heißt, Sie bekommen bessere Kameras, was die Qualität halt eben bei Videokonferenzen erhöht. Was bleibt ist, wir haben natürlich unseren ThinkShutter, die mechanische Verriegelung der Kamera. Das bleibt natürlich und auch optional die Möglichkeit mit Infrarotkameras, also sprich noch mit einer dreidimensionalen Gesichtserkennung. Das nächste, was wir haben, und das ist ein optionales Thema, das ist ganz wichtig zu betonen, weil ich weiß und kann mir sehr viele vorstellen, die halt eben sagen, oh, das ist so ein bisschen spooky, wie der Amerikaner so schön sagt, ja, Teufelskram, ich möchte es nicht haben. Andere sagen, Mensch, das ist ja prima, das hilft mir. Computer Vision, das kennen wir, das ist also quasi eine intelligente Verarbeitung des Bildes. Beispielsweise kennen wir das von Kameras und Handys, die beispielsweise erkennen, da befindet sich ein Gesicht in dem, was ich gerade fotografieren will und auf dieses Gesicht beispielsweise scharf schaltet. Also auch das ist schon, geht in die Richtung Computer Vision. Und das kann man halt eben nutzen für ein Zero-Touch-Login. Das heißt, der Benutzer wird erkannt, das System wird angemeldet. Grundsätzlich erkennt das System auch, ob ich auf den Monitor schaue. Wenn ich beispielsweise wegschaue, kann ich beispielsweise den Bildschirm runterdimmen. Ich kann den Bildschirm sperren, damit kein anderer auf meinen Monitor kommt und dergleichen Dinge mehr. Durch das Runterdimmen bekomme ich längere Akkulaufzeiten. Also alles das in diesem Bereich, wo die, und ich muss nochmal betonen, das optionale Feature Computer Vision halt eben reingeht. Das haben wir halt eben mit Computer Vision. Dann gibt es einen Hinweis auf Digital Wellness. Und dahinter verbirgt sich ein Produkt namens Glance. Wir benutzen das schon in der Vergangenheit. Da geht es darum zu erkennen, dass mir jemand eventuell über die Schulter schaut. Dass wir bei den Systemen, wo ein integrierter Blickschutzfilter ist, zum Beispiel diesen auch aktivieren, weil mir darf keiner über die Schulter schauen. Es tut aber jemand, dass ich meinen Bildschirminhalt halt eben verdunkel für denjenigen. Dieses Produkt, dieses Feature nehmen wir aber auch weiter, entwickeln das weiter in dem Bereich der Digital Wellness. Und was wir da haben, sind so Sachen, dass ich halt eben daran erinnert werde, Mensch, du sitzt jetzt, was weiß ich, 4 Stunden am Stück an einem Rechner, mach mal eine Pause. Oder so Sachen, wie Sie sehen, die 20-20-20-Regel. Dahinter verbirgt sich, dass man alle 20 Minuten, das ist so die Empfehlung von Augenärzten, für mindestens 20 Sekunden auch mal auf etwas schaut, was 20 Fuß, also so 6 Meter weit weg ist. Also, dass man nicht die ganze Zeit auf den Monitor schaut, sondern einfach für seine Augen, um die zu, ja, zu erholen, einfach mal wieder weiter wegschaut. Daran kann man erinnert werden. Ja? Und das nächste, was wir haben, das erinnert mich so ein bisschen an meine Mutter, als ich klein war. Im Rheinland hieß es immer so schön, halt dich gerade jung. Wo ich also ermahnt wurde von meiner Mutter, mich gerade hinzusetzen, das übernimmt jetzt auch dieses Feature der Digital Wellness. Ja? Also alles Sachen, die man halt eben benutzen kann. Wenn Sie es nicht wollen, installieren Sie es nicht, benutzen das natürlich nicht. Aber wie gesagt, hier ermöglichen wir halt eben auch, wenn es darum geht, also auch in Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter gesünder zu wissen, dass sie besser um ihre Haltung kümmern, um ihre Augen kümmern. Das sind also sehr wichtige Themen, die halt eben auch wir adressieren wollen mit der ThinkPad-Generation und nicht nur die neuesten Prozessoren einbauen und dergleichen Dinge mehr. Ja?
Das nächste, was wir gemacht haben, auch da geht es jetzt um die User Experience, was Videokonferenzen angeht. Wir haben schon im letzten Jahr vorgestellt, Dolby Atmos Sound. Da geht es halt eben darum, einen tollen Klang zu machen, nicht nur über die Lautsprecher, sondern halt eben auch über mein Headset. Bei Dolby Voice geht es mehr darum, über meine Stimme. Wir erkennen zum einen, dass halt eben mehr Raumklang, mehr Stereo übertragen wird. Bei Teams und bei Zoom ist das schon eingeführt, dass wir wirklich Stereo übertragen, was den Vorteil hat, wenn ich in einen Raum mich einwähle, dass ich wirklich gezielt Personen ansprechen kann. Ja. Aber halt eben, was das Dolby Voice halt eben auch macht, ist, Sie sehen die Person in dem oberen Foto weggehen. Ich kann von weiter weg mit meinem Rechner sprechen, wenn ich das also auch will, um halt eben auch von weiter weg halt eben auch gehört zu werden. Auch bei geschlossenen Systemen. Wir wissen, dass viele das Notebook ja geschlossen haben, mit einer externen Tastatur arbeiten, externen Bildschirm. Auch da hilft halt eben diese Farfield-Mikrofon und das Dolby Voice. Und das andere ist halt eben eine Unterdrückung von Geräuschen. Wir wissen, dass das in vielen Headsets drin ist, aber halt eben eingebaut in die Systeme selber. Sie sehen auch da ein Foto, das ist jetzt von einer Dolby-Schulung, die ich bekommen habe, wo die Kollegen wirklich eine Bohrmaschine neben dem System haben. Der Kollege sprach, und man hat von der Bohrmaschine nichts gehört, aber man hat ganz klar gehört, was die Person da gesprochen hat. Also es ist ganz sensationell, was da das Dolby-Labor, womit wir zusammenarbeiten, entwickelt hat. Also auch das werden wir in den ThinkPads in 2022 in den X1 und sicherlich auch in anderen halt eben sehen. Tolle Lösung hier, was wirklich die Work from Anywhere, also hybride Arbeiten, Möglichkeit, Arbeiten von zu Hause halt eben angeht. Ja. Dann, was die Bildschirme angeht, auch da haben wir ein breites Portfolio mit Touch, ohne Touch und dergleichen Dinge mehr. Und halt eben ganz wichtig, wir haben den Anteil der Monitore, die Low Blue Light, also einen geringeren Blauanteil. Da hat der Michael auch im letzten Jahr auch nochmal ein Update zugegeben. Da geht es darum, auch die Augen zu schonen, wenn man lange am Rechner sitzt, dass man den Anteil der den Blauanteil zertifiziert, dann auch flackerfrei das Ganze zu haben. Das haben wir halt eben bei vielen mehr Monitoren im Angebot, aber wir haben auch OLED-Bildschirme für ein deutlich klareres, crisperes und bessere Farbbrillanzen. Auch das sehen wir im Sync 1-Portfolio, was wir da haben. Und das nächste, was wir haben, weiterentwickeltes Design. Wir sehen den Communication Bar. Das war das, was ich bei der Kamera gezeigt habe, um halt eben die größere Kamera aufnehmen zu können. Ansonsten definitiv integrierter, als wir es bei der Z-Serie gesehen haben. Und das wird sicherlich ein separater Call werden, das war halt eben im Bereich der Systemsicherheit, unser ThinkShield, dass wir da noch Aktualisierung vorgenommen haben. Ja. Dann wollen wir jetzt in die Geräte schauen. Drei Geräte haben wir angekündigt. Das eine ist das X1 Carbon. Ja, das ist das Premium-Notebook im 14-Zoll-Bereich. Sie sehen hier 5G haben wir im Angebot. Full-HD-Kamera, alles das letztendlich Punkte, die wir schon gesehen haben. Und Sie sehen halt eben auch hier ein Refresh. Das heißt, die Produkte sind jetzt keine grundsätzliche Neuankündigung. Also alles das, was Sie beispielsweise wo, auf welcher Seite befinden sich die Ports und dergleichen Dinge mehr, das hat sich nicht verändert. Also wirklich nur eine Weiterentwicklung mit den neuesten Intel-Innenleben, sowohl die U15 als auch die P28-CPUen kommen da rein. Also kein grundsätzlich neues Design, aber halt eben mit den Refresh. Sie sehen hier oben nochmal den Communication Bar und halt eben die Aktualisierung, die ich gerade vorgestellt habe. Das ist das 14-Zoll Premium-Gerät X1 Carbon, X1 Yoga, unser 14-Zoll Premium mit dem 360-Grad-Scharnier. Also die Entscheidung zwischen den beiden Geräten ist definitiv auch eine Formfaktor-Entscheidung. Vorteil halt eben bei unserem Yoga-System, das kennen Sie, Sie haben hier in dem Bereich auch einen integrierten Stift. Das heißt, wenn Sie also Notizen machen wollen, Sie haben immer einen Stift, der ist immer geladen, weil der hier im Gehäuse geladen wird. Also hier verbirgt sich dann auch ein Stift drin. Und können das Ganze im Tablet-Modus halt eben hervorragend benutzen. Wenn Sie das wollen, ist das X1 Yoga für Sie das richtige Produkt. Ansonsten entsprechend das, was ich vorher zum Carbon gesagt habe, das Gleiche gilt halt eben auch hier für das X1 Yoga. Und last but not least, unser X1 Nano, unser super dünnes, super leichtes Gerät, 13-Zoll Premium-Gerät. Um ehrlich zu sein, im vorletzten Jahr, wo ich das X1 Nano dabei hatte, habe ich öfters in meiner Tasche schauen müssen, ob ich wirklich ein Gerät dabei habe. Ist also wirklich mega leicht. Und auch hier entsprechende Aktualisierung, die wir eingebaut haben. Sie sehen halt eben
den Communications Bar, ein Refresh des Designs und halt eben auch den Akku, den haben wir an der Stelle erhöht. Das sind so die wesentlichen Änderungen hier. Dann für diejenigen, da will ich halt eben auch nochmal kurz drauf verwenden, für diejenigen, die gerne auf die technischen Merkmale schauen. Also auch das ist in den Ankündigungen drin, dass wir hier nochmal eine Übersicht haben, was die Anschlüsse angeht, was die Sicherheit angeht, was die Wireless-Implementierung halt eben angeht, Abmaße und dergleichen Dinge mehr. Hier sehen Sie nochmal die drei Systeme im Überblick. Und das, denke ich mal, gibt uns halt eben auch nochmal ein bisschen mehr Informationen über, wie gesagt, die technischen Merkmale der Geräte. Wie gesagt, kein grundsätzliches Neudesign, deswegen so Abmaße und Gewichte, Ports und Portauswahl orientiert sich, wie gesagt, an System am letzten, vom letzten Jahr von 2021. Definitiv werden wir natürlich noch neue Produkte in diesem Jahr haben. Ja? Und somit gehe ich jetzt nochmal auf die Fragen zu. Michael, ich denke mal, dass auch zu den Produkten sicherlich einige Fragen angekommen sind. Gehe davon aus, dass du auch einige beantwortet hast. Danke dafür. Aber sind noch so Fragen, die ich beantworten kann? Es ist erstmal nichts offen, was ich nicht beantwortet habe. Ich, wenn ich was überlesen habe, dann werde ich das im Nachgang noch machen. Mhm. Vielleicht, es gab ein, zwei Fragen zu der Docking-Thematik. Vielleicht sagst du da noch so ein, zwei Themen. Gibt es überhaupt noch Dockings, wenn ja, was für welche vielleicht nicht mehr? Puh, okay, ein spannendes Thema. Bevor ich das mache, sonst vergesse ich, ich habe für eben ja noch gesagt, ich will die Antwort zu den Preisen haben. Z13, ja, ist angekündigt worden mit Preisen, und das sind dann Listpreise, auch da das bitte zu sehen, ab 1550 US-Dollar und das Z16 ab 2100. Sie sehen also, da haben wir wirklich eine Performance-Maschine ab 2100 US-Dollar. Das sind die Listpreise zu den Geräten, also keine Topseller und dergleichen Dinge mehr. So, was die Dockingstation angeht, ein sehr schwieriges Thema. Und hier verweise ich bitte nochmal auf den Punkt, den ich eben gesagt habe. Wenn Sie mehr Details wissen müssen, gehen Sie auf Ihre Lenovo-Ansprechpartner zu und auch gerne nochmal verweisen auf den Call, den wir hier gemacht haben und auf die Möglichkeit, natürlich auch die Fragen zu mir zu kommen oder diejenigen, die mich kennen, direkt auf mich zuzukommen. Was die Dockingstation angeht, wir haben in der Industrie gesehen, dass die mechanische Dockingstation, ich denke mal, da in diese Richtung geht die Frage auf jeden Fall, dass die mechanische Dockingstation wir im Jahr 2018 neu entwickelt haben. Es kam seinerzeit USB-C und wir sind damals auf den seitlichen Docking-Connector gegangen. Bei der X1-Serie, das kann ich definitiv sagen, sind wir schon im letzten Jahr hingegangen, dass wir diese mechanische Dockingstation nicht mehr unterstützen. Dann schauen wir, wie es sich in der Industrie verhält. Wir haben bei einem der Wettbewerber gesehen, der sehr früh schon vor vielen, vielen Jahren aufgehört hat, mechanische Dockingstation zu unterstützen. Also sprich, Dockingstation war immer über USB-C, was ja den Vorteil hat, ich kann Strom, Videosignal, USB, Netzwerk, alles über dieses eine Kabel verbinden. Das Ganze ist universell. Und um ehrlich zu sein, wenn wir gucken, was ist mit den Dockings passiert, fast alle Kunden sind auch auf dieses Thema gegangen. Ja, warum? Weil ich einfach eine Docking-Technologie habe, die herstellerübergreifend ist und auch generationenübergreifend, was ja der Nachteil war bei den alten mechanischen Dockingstationen. Ja. Und somit hat der Siegeszug der USB-C-Dockingstation eingehalten. Wie gesagt, ein Hersteller vor ganz vielen Jahren hat damit aufgehört mit der mechanischen Dockingstation. Ein anderer Hersteller, der hatte im Jahr 2013 seine letzte mechanische Dockingstation entwickelt. Die ist noch bis ins vorletzte Jahr weiter unterstützt worden, aber auch da keine Weiterentwicklung mehr stattgefunden. Also sprich, USB-C ist in diese Dockingstation nie reingeraten und somit war es letztendlich eine veraltete Dockingstation. Von uns selber wissen Sie, dass wir in 2018 eine neue mechanische Dockingstation entwickelt haben, die wir mit der ThinkPad T-Serie, mit den Z1-Systemen auch bis letztes Jahr unterstützt haben. Und L-Serie und auch der Z-Serie, der X-Serie, Entschuldigung, da die mechanische Dockingstation unterstützt haben. Das ist ein Thema, was vorbei ist. Sie haben gesehen, im X1-Bereich haben wir es im letzten Jahr beendet, diese Unterstützung. Und wie gesagt, der Markt geht hin zu USB-C-Docking-Station. Also
Von daher ist das definitiv die Empfehlung, sich die USB-C Dockingstation anzugucken, weil die Tage der mechanischen Dockingstation beim Wettbewerb schon lange gezählt sind und bei uns, ja, müsste man in eine Glaskugel schauen, ja. Ich erlöse dich, Volker. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen, ohne dass du es konkret gesagt hast. Alles gut. Okay, wir haben die Stunde fast eingehalten. Entschuldigung, wenn wir manchmal ein bisschen durchgerannt sind. Wir wollten nicht mehr als eine Stunde Ihrer Zeit klauen. Ich hoffe, es ist alles gut rübergekommen, was wir Ihnen vorstellen wollten. Nochmal der Hinweis, das waren jetzt wirklich nur die Produkte, die zur CES angekündigt worden sind. Das Jahr ist noch lang, da wird noch viel kommen und zwar in nicht allzu langer Zeit, sondern recht kurzfristig auch. Von daher bleiben Sie gespannt. Wir werden zu gegebener Zeit natürlich auch wieder einen Webcast dazu machen, wenn es neue Produktankündigungen gibt. Wenn Sie vertrauliche Informationen für Partner vor allem relevant oder Endkunden, die mit uns eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet haben, gibt es natürlich auch Beratungsgespräche, die ein bisschen mehr schon sagen können. Da gehen Sie bitte auf Ihre Partnerbetreuer beziehungsweise dann die Endkundenbetreuer zu. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Dir, Volker, besten Dank für deine ThinkPad-Teile und schöne Woche noch, oder? Dankeschön. Bis ja, bald. Auch von mir noch ein herzliches Dankeschön fürs Einwählen und Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.